Okay, Marco vom Mobilcenter, vom Fahrradladen Mobilcenter zeigt euch jetzt, wie man das Lager von einem Vorderrad einstellt. In dem Fall ist es zu straff. Hallo, ich zeige euch, wie man das Vorderradlager von einem Damenfahrrad hier in dem Moment, wie man das einstellt. Das ist nämlich hier zu stramm und reibt. So, dazu muss ich die Kohlen ein bisschen auseinanderschrauben, damit die Kohlen, die drücken jetzt auf die Kugeln sozusagen, dadurch reibt es so doll und das würde sehr stark abnutzen. Deswegen möchte ich Was sind die Konen? die Kohlen sind, hier ist ein Konus und hier ist ein Konus und auf den Konen laufen die Kugeln. Also die drücken auf die Kugeln und die Konen sind auf der Achse befestigt, die laufen auf den Kugeln. Die drehen sich auf den Kugeln. Und die muss ich ein bisschen Also so ein auseinanderschrauben. Teil, ein Fahrradteil, sozusagen ein Das ist ein Metallteil. Teil der Achse. Okay. So. Den kann man auch austauschen, aber das macht man nicht, weil es zu teuer, der Aufwand ist zu hoch. Dann nimmt man gleich ein neues Vorderrad, meistens bei den billigen Fahrrädern. Lohnt sich bei Okay. Beleg nicht. Nee. Aber ich werde jetzt einfach zeigen, wie man die Kohlen ein bisschen auseinanderschraubt, damit ein bisschen mehr Platz ist, damit das Lager ganz sauber laufen kann. Dazu brauche ich jetzt hier Sag mal ein. leise. Man hört es richtig, ne? Ja, Dieses es reibt. Reibungsgeräusch. Macht es übertrieben gesagt. So, da muss ich jetzt erstmal das Lager ein bisschen, die Konterung, das ist die Kontermutter, ein bisschen lösen von dem Konus, weil sonst kann ich das nicht öffnen. So, da brauche ich einen 17er Schlüssel hier. Ich gehe hier rauf, ich halte hier mit dem Lagerschlüssel, der ist so schmal, hier sieht man das, der ist ganz dünn. Damit komme ich dazwischen. Mit dem normalen 13er Schlüssel würde ich hier nicht dazwischen kommen. Da halte ich hier den Konus fest und hier gehe ich auch mit dem großen 17er Schlüssel ran und öffne die Mutter ein bisschen. Der war fest. Der war richtig fest. So, jetzt habe ich geöffnet. Jetzt gehe ich, nehme ich den zweiten 13er Schlüssel, der ist hier, so, auf die andere Seite, zu dem anderen Konus. Und hier auf die Seite zu dem Konus. Und jetzt öffne ich den Konus einfach ein bisschen links rum. So. Jetzt müsste es schon ganz leicht gehen. Jawohl. Immer Geht schon. leiser, damit man es hört. Geht schon. Also geht sauber. So ist okay. So kann es bleiben. Jetzt halte ich den wieder fest und konter. Das heißt, ich ziehe diese Mutter wieder fest. Also das heißt gegeneinander, ne? Man verdreht sie Ja. gegeneinander, damit sie sich Ja. nicht aufdrehen können. Ja. Das bedeutet kontern. Ja, so, mal gucken, es darf auch nicht wackeln. Wunderbar. Ich habe jetzt die Mutter wieder gegengeschraubt. Jetzt, Sicherheitshalber, jetzt gehe ich noch ein bisschen, gehe ich noch einmal hier rein mit dem 13 und hier rein und verdrehe die noch mal ein bisschen, als ob ich aufschrauben würde. So ein bisschen. So. Dadurch wird es noch stabiler. Dadurch wird es, habe ich es noch ein bisschen aus, weil es noch ein bisschen gerieben hat, aber meistens noch ein bisschen Spiel und jetzt ist es Kann ich richtig mal? gut. Jetzt läuft es ganz sauber. Ja, jetzt merke ich auch Jetzt läuft keine es Reibung sauber und mehr. geschmeidig. So, das war schon Einstellen des Vorderradlagers. Okay, gut. Bitteschön. Danke.